So, da sind wir wieder. Und das Wichtigste zuerst. Ein nach vorne, ein nach rechts. Knopf drücken. Ja, das ist echt komisch, dass ich den Knopf da übersehen habe. Aber gut. Ein Stab, mit dem wir jetzt auch... den wir nicht benutzen können. Ah, brauchst Spellcraft 1. Aber mit dem Stab könnten wir zaubern. Denn mit bloßen Händen geht das ja nicht. Er braucht wohl einen Stab. Aber gut, was haben wir hier noch? Dieser magische Stab ist eine starke Waffe, wenn sie von einem potenten, also starken Magier verwendet wird. Ja, genau wie jedes Schwert ein potentes Schwert ist, wenn es von einem potenten Kämpfer geführt wird. Aber gut, das kann also weg. Und es gab jede Menge Kommentare, wie wir jetzt skillen sollen oder nicht. Also der fast eindeutige Konsens war, Schwerter wäre die beste Wahl, außer das Spiel ist nicht so wie das Originalspiel. Also wir spielen ja in diesem Torum-Run sinnigerweise Torum. Deswegen werden wir eventuell in dem Raum eingesperrt und sterben da. Was ich ein echt cooles Ende finden würde, weil es halt Sinn macht. Das heißt aber auch, dass wir Torums Axt früher finden. Wenn es wirklich logisch aufgebaut wäre. Und es ist zu bezweifeln, dass die Programmierer sich so viel Mühe gemacht haben. Also es wäre natürlich mega cool, wenn sie es hätten, aber irgendwie bezweifle ich es. Deswegen gehe ich jetzt auf Schwerter. Also noch gehe ich auf gar nichts, weil wir noch gar keine Waffen gefunden haben, die die Kategorien entsprechen. Aber allgemein werde ich auf Schwerter gehen. Und warum hatte ich den Pilz da reingepackt? Ha. Na gut, hier hatten wir aussortiert. Haben wir noch was zum Aussortieren? Der Vollständigkeit halber packe ich den ganzen Krimskrams da mal hin. Und ich liebe die Geschwindigkeit immer noch. So, hatten wir da vorher was reingetan? Also da hatten wir schon testweise den Pilz. Nö, macht nichts. Also, und ich habe auch noch die Liste bekommen, in der aufgelistet ist, wie viele Secrets es pro Level gibt. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Spoiler an. Spoiler wäre, geh zu Punkt XY und drück den Knopf. Das ist für mich ein Spoiler, den ich auf keinen Fall haben will. Oder nicht unbedingt, außer wir sitzen da Stunden dran. Aber das mit den drei Secrets auf der ersten Etage hilft schon mal sehr. Das heißt, ich kann jetzt hier gucken. Statistics. Secrets found 3 von 71. Das heißt, wir haben hier nichts übersehen. Bisher sind wir ein richtiger 100% Run. Jetzt müssen wir hier mehr finden. Ich glaube, das waren 7. Habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Und das können wir gleich mal kaputt machen. Was ich aber eigentlich erstmal lieber finden würde, als irgendwelche Secrets, wäre ein Schwert. Und da haben wir eine Schnecke. Stirb. Ich glaube, das gab auch einen Erfolg. Ganz viele Sachen werfen. Obwohl, das waren, glaube ich, mit Steinen. 1, 2, 3, 4. Und die können sogar nicht angreifen. Das ist doch mal eine Tatsache, die vielleicht noch nützlich sein könnte. Wenn ein Gegner getroffen wird, kann er in dem Moment nicht angreifen. Also wir bräuchten einfach nur einen ganzen Stack voller Steine und schmeißen die ganz schnell hintereinander. Ja, ich sag ja, dieser Run wird echt komisch werden. Aber gut, das heben wir erstmal alles wieder auf. Und was war noch in den Kommentaren? Ja, dass wir wahrscheinlich auf Spellcraft gehen sollten. Zum einen, damit wir Licht machen können. Weil immer die Fackel in der Hand halten, nimmt uns einen Slot weg, den wir wirklich gut gebrauchen können. Für ein Schild zum Beispiel. Und zum anderen gibt es später ja auch ein Buch, das man erst lesen kann, wenn man einen gewissen Spellcraft-Wert hat. Also ja, den sollten wir auch auf 5 erhöhen. Aber wie gesagt, auch noch nicht. Ich will erst die Punkte setzen, wenn ich ein ordentliches Schwert gefunden habe. Einfach nur so, falls die Folge dann noch ein bisschen länger dauert und danach noch irgendwelche Kommentare reinkommen können, wie, was weiß ich, macht das auf keinen Fall. So, gucken wir schön weiter hier. Da brauchen wir einen Schlüssel. Noch mehr Steine für unseren Test später. Die werden wir diesmal auch nirgendwo benutzen, um Druckplatten auszulösen oder so. Nee. Dafür benutzen wir Essen. Da haben wir viel mehr von. So, ein Doublet, das macht plus 2. Sieht aber schicker aus als ein Bauernhemd. Eine Seidenhose macht weniger als eine Lederhose. Bleibt also da. Und was haben wir hier?
Angriffskraft 7, Zielsicherheit 5. Genau den gleichen, den wir jetzt schon haben. Na gut. Und ein bisschen Trockenfleisch. Sonst Schalter oder so? Nö. Okay, dann mal weiter. Weiter war hier, richtig? Richtig. Das ist ein komisches Geräusch. Was für ein Gegner macht so ein Geräusch? Ah. Die. Ah, das sind die einfachen Pilze. Die machen keine Giftwolke, richtig? Richtig. Sonst wären wir schon längst zugenebelt. Also komm her. Oh, dahinter ist ein Brokkoli. Und ich habe mich gerade in der Ecke manövriert. Testen wir mal unsere Steintheorie. Oh oh. Die klappt nicht ganz. Der Gegner kann trotzdem noch angreifen. Nicht töten, nicht töten. Das war knapp. Definitiv gleich abspeichern. Aber hätte ich das ganze Zeug nicht geschmissen, wären wir garantiert gestorben. So, alles mit. Außer die blauen Steine, die kann ich eigentlich irgendwo wegschmeißen. Denn laut Kommentare brauchen wir die auf keinen Fall nochmal irgendwo. So, flitzen wir kurz zurück zum blauen Stein. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Der war eine Etage höher, ne? Na gut. Dauert ja nicht so lang. Zing. Haben wir auch gleich ein Autosave, falls jetzt nochmal irgendwelche nervigen Gegner kommen. Also wieder rechts rum. Tunke. Und da ist noch so ein Ding. Ich hasse die kleinen Viecher. Okay, außer man hat so ein 2x2 Feld. Dann ist es echt Kindergarten. Wenn man dann irgendwann mal treffen sollte. Ja, das ist der Vorteil vom Steine schmeißen. Man trifft immer. So machen die Steine sogar mehr Schaden. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei den Steinen. Machete müsste Schwert sein, richtig? Angriffskraft 9. Also nicht wirklich viel besser als der Dolch. Ha. Nee. Ich probiere es mit den Steinen weiter aus. Was haben wir hier? Ein Eisenschlüssel. Wird getauscht gegen eine Fackel. Und ein Kompass, den wir im letzten Playthrough gar nicht brauchten. Wenn ich mich richtig erinnere. Was ich ein wenig schade finde. Denn bei Dungeon Master muss man ja alle Nase lang drauf gucken, ob irgendwo ein Dreher ist und dergleichen. Aber hier gab es nur ein-, zweimal Dreher, wenn ich mich richtig erinnere. Was echt schade ist. Also klar, die Dinger sind tierisch nervig. Aber das macht das Ganze gleich wesentlich komplizierter. Also wenn man ohne Karte arbeiten würde. So, Schlüssel. Ach ja, Zellen rechts und Shelter left. Also Shelter ist hier so eine Art, wie habe ich das übersetzt? Naja, Bunker wäre übertrieben, aber ein Ort, wo man sich zurückziehen kann und wo es sicher ist. Tada, und ein schwerer Helm, den wir niemals tragen werden. Noch irgendwo irgendwas? Nö. Ah, wir sind ja schon bei Secret Nummer 4. So, Test. 10 Schaden. Ja, wir machen mehr Schaden und wir treffen immer. Im Vergleich zu dem Dolch. Also vielleicht skille ich auch gar keine Schwerter oder Äxte oder sonst irgendwas, sondern sammle einfach noch ganz viele Steine. Das war natürlich ein Witz, aber momentan geht das echt noch richtig gut. Man braucht halt immer nur Platz, um die Sachen wieder einzusammeln und dann steinigen wir die Schnecke hier zu Ende.
Okay, wir brauchen definitiv mehr Steine. Zack. Alle wieder mit. Unsere heiligen 7 Steine sind schon. So, machen wir kurz die Fackel weg. Das aus. Da drin brennt eine Fackel und da lag was. Oh, das könnte eine Thorumsnotiz sein. Nee, ist nur Dreck auf dem Boden. Schade. Wir haben übrigens noch keine einzige Notiz gefunden, richtig? Richtig. Also haben die Programmierer schon mal eine Sache definitiv bei diesem Run anders gemacht. Das lässt hoffen. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo eine Axt. So eine richtig, richtig tolle Axt. Und in eine von den Zellen kamen wir auch rein. Das weiß ich noch. Ist hier irgendwo noch was? Ja, hatten wir schon geguckt. Hm. Gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir ja hinten rum irgendwie dran. Schlüssel da. Druckplatten, Fackeln, ja, nö, können wir später machen. Aha, heiliger Stein Nummer 8. Und ja, die Zelle war das. Schön, schön. Giftpfeile. Ja, das muss für den nächsten Run warten. Da will ich ja noch meine 4 Diebe haben. Aber ich glaube, den Run mache ich privat, denn 3 Playthroughs von Thorum wären doch ein bisschen komisch. Aber ja, Fernkampf werde ich echt mal gerne. Weil das scheint super praktisch zu sein mit dem ewig Treffen. Also immer Treffen. Okay, das ist auch nicht allzu kompliziert. Wir haben keine Fackeln mehr dabei, das ist nicht so toll. Denn zum einen brauchen wir die Fackeln für Licht, also noch. Und zum anderen brauchen wir die auch teilweise, um Rätsel zu lösen. Oh, die Viecher. Wie weit werfen wir eigentlich? Ah, doch, ziemlich weit. Wir werfen richtig weit. Komm schon, stirb, bevor du bei uns ankommst. Okay, das wäre zu viel verlangen. Oh, 26 Schaden. Was passiert eigentlich, wenn man ein Level-Up hat und danach noch genug Erfahrungspunkte sammelt für das nächste Level-Up? Also quasi sich das aufbewahrt. Hoffentlich verballern wir gerade keine Punkte. Nö, tun wir nicht. Wir steigen einfach weiter auf. Nur die Punkte hier steigen. Ja, das ist gut gemacht. So, ganz viele Steine, die unser Held irgendwie nicht automatisch aufsammelt. Vielleicht macht er das nur, wenn man die in der Hand hält. Ah ja, keine Waffen erlaubt. Das heißt, wir müssen einfach nur eine Waffe hier reinlegen. Ja, an dem Rätsel habe ich meine ganze Weile gehangen. Das ist echt peinlich so im Nachhinein, aber kann man nichts machen. Jetzt geht alles definitiv schneller. Also, außer das Töten, das dauert ewig. Ewig? Eigentlich geht das. Weil die Killgeschwindigkeit ist ganz okay. Dafür, dass wir nur einen Charakter haben, der keine Skillpunkte bisher benutzt hat. Ja, geh weiter, ich will mehr Steine aufsammeln. Geht da lang. Ah. So. Oh, schlechte Idee. Ja, vielleicht sollten wir doch zuallererst Punkte in Spellcraft setzen. Das mit der Fackel ist ein bisschen nervig. So. Kommst auch noch mit. Achso, da war ja was. So, Pilze, ein Schlüssel, den wir auch brauchen, um weiterzukommen. Und heiliger Stein Nummer 9. Und Secret Nummer 6. Was macht ihr genau? Ihr macht Dexterity plus 1. Nö. Hier sind die Lurker-Schuhe definitiv besser.
So, dumm, 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 dumm. Ich kann ruhig drinbleiben. Die Fackel haben wir da schon rausgeholt. Da könnten wir jetzt weiter. Wir brauchen noch einen zweiten Schlüssel für das Tor dahinter. Hm. Ah. Hier wird das Teleporter-Rätsel sein, wo der Sack in der einen Zelle ist und der Legionär in der anderen. Aber mit einem Legionär wollte ich mich nicht unbedingt anlegen. Und betrete dein Grab. Hier kommen noch mehr Legionäre. Oder irgendwelche Gegner, das weiß ich noch. Das war ein nerviger Raum. Und jetzt alleine wird der Raum richtig nervig werden. Da müssen wir uns mal was überlegen. Wir haben noch kein Alchemie-Set, also können wir noch keine Bomben basteln. Obwohl ich das noch nie getestet habe. Wir hatten ja früher mal ein Rezept gefunden, das irgendwie diese Grimcaps mit beinhaltet. Das hörte sich nach Bombe an, aber na gut. Können wir die Pfeile so schmeißen? Nee, können wir auch nicht. Na gut, ihr könnt ja mal ein paar Tipps schreiben, wie ich diesen Raum da meistern soll alleine. Wenn ich mich richtig erinnere, kommen da 3 oder 4 Gegnergruppen und die zerhackstückeln uns doch recht schnell. Und ich habe nur 9 heilige Steine. Also sollten wir uns das einfallen lassen. Aber gut, jetzt wird erstmal wieder abgespeichert. T3. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in 1-2 Tagen. Bis denne.